Hallo, wir grüßen schon wieder von der Verkostungsfront an diesem sonnigen Mittwochnachmittag, haben wir, gell? Wir machen heute zwei großes Gewächsnachproben-Videos, eins mit Rieslingen aus dem Rheingau, aus Baden und aus Franken, das machen wir jetzt. Und danach kommt noch eins mit Spätburgundern. Wir fangen auch gleich an. Auf ist schon alles, aviniert haben wir auch schon. Also gut, Fangen dann wir an. 2394 80. Was mache ich denn mit meinem Stuhl? Dein Stuhl ist kaputt. Ist ja recht herbe Nase. Ja, kühl sogar. Also. Ziemlich nussig, erdig, Erdig, genau. so ein bisschen gedeckt wirkend. Und bodenständiger. Auch im Mund so ein bisschen was Rustikales. Hat schon auch ein bisschen Süße und dann auch wieder was Nussiges, was getrocknet Pflanzliches. Noch ein bisschen einen eckigen Gerbstoff. Den haben sie dieses Jahr ja recht gern. Und viel Alkohol, oder? Er hat schon merklich Alkohol. Ist ein Präsent. Wobei ich sagen muss, der Wein ist von gestern. Das ist ja, wie gesagt, schon immer die Nachprobe. Und gestern war das deutlicher. Also den hat er schon mit der Luft eingebunden, ein Stück weit. Nicht, dass man ihn gar nicht mehr merkt. Das ganz leicht Schärfendes hat er schon noch. Also er sprüht nicht vor Na, Eleganz. das wäre jetzt Unsinn. Aber er hat Substanz, er hat Griff. Finde ich heute auch harmonischer als gestern. Ich würde ihm schon eine Mehr geben. Locker, ja. Bin ich bei dir. Würdest ihm noch mehr geben? Ach, weißt du, Meine, es auch ist ein das, Grenzfall, weil Kraft und ja, Struktur hat er. finde Es ich ist, er auch. hat halt nur nicht die großen Finessen. Und dadurch, dass du ja jetzt doch einen deutlich besseren Überblick hast Warte, warte, warte. und ich an mein Punktekonto denke, Nein, ich kann da auch mit 88 leben, also denn dann. die Substanz und die Struktur sind ja da. Und Und in sich stimmig. ja, so ist es. Das ist ja einigermaßen schlüssig alles. Also gut. Gut. Was hatten wir? Was hatten wir? Was hatten wir? Ah, das war ein gut. Alexander Freimuth mit dem Rüdesheimer Bischofsberg. 2394 80. Verschlossener. Gescheit zu. So ein bisschen was Vanilliges. Ja. Und diese Pilznoten, die da drin stehen, hat er auch. Ja, Hintergrund. steht auch schon drin, dieses Welke. Ah ja. Auch das haben 15 relativ viele Weine, so einen leicht welken Ton. Unter den GGs weniger, aber unter den normalen Weinen kommt das ziemlich oft vor. Es wirkt wirklich ziemlich zugedeckt und verschlossen. Also du schreibst passende Säure. Für mich ist Das ist nicht mehr sie so. präsent. Ja, das stimmt. Die sticht heute raus, weil der Wein, das war gestern schon so, dass der so ein bisschen, ja, nicht nur das Welke hast in der Nase, in dem Gaumen hat er sowas, auch schon was etwas Entwickeltes. Das kommt einem so vor, das stimmt natürlich nicht, das ist trotzdem ganz jung. Aber ja. Sehr kann. Ja, das ist jetzt das Gegenteil vom Vorgänger, der Ja. harmonischer geworden ist. Der trocknet mehr ein bisschen aus. Richtig. Würde mir den fast morgen nochmal anschauen.
und schauen, wo dann die Reise hingeht. Okay. Denn im Moment finde ich jetzt da nicht mehr. Nee, auf keinen Fall. Ja, okay. Gut. Aha, das ist nochmal Freimut. Diesmal ist es der Geisenheimer Kläuserweg. Wie gesagt, der hat seit gestern ein bisschen weggetrocknet. Sollen wir mal schauen, ob das nur so ein Zwischentief ist und der morgen nochmal kommt. 2, 3, 9, 4, 5, 9. Das muss das schon gescheit abweisen. Der nächste Wein wundert mich jetzt von den Punkten. Hey, das heißt keine. Naja. Kann nicht präjudizieren, vor allem. Ich will ja nicht wissen, dass das verwunderlich sein könnte. Kräuterig ist er. Viel feiner. Ja, aber es hat trotzdem diese grünen Noten drin. Ja, ich habe nicht gesagt, dass sie nicht, dass es keine grünen Noten hat. Also gerade grüner Apfel. Das ist schlank, relativ süß. Ich weiß ja, was das ist. Das ist geschliffen. Das wirkt relativ schlank. Was ja jetzt nicht unbedingt Nachteil sein muss. Das hat relativ viel Süße, sehr präsente Säure. Aber es ist nicht wirklich richtig tief und es ist nicht richtig komplex. Das ist richtig. Also für mich steht der da gut. Auch jetzt noch. Heger, gell? Hm. Ja. Müsste er nicht mehr können? Was willst du machen? Er ist, wie er ist. Aber du merkst es auch. Das ist überhaupt kein schlechter Wein, aber es ist nicht sonderlich komplex und es ist jetzt nicht überlang. Das ist gut, aber großes ja. Gewächsniveau ist das nur knapp. Also, wie erwähnt, das ist Dr. Heger, Achkarren, Schlossberg. Ist ja nicht so, dass wir denn dann einen ganz anderen Heger auch dabei hätten, so als Vorwarnung. Ich darf das ja sagen. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, wann er kommt. Sehr gedeckt und herb. Etwas Rauchiges. Sehr auf der vegetabilen Seite, erdig, pflanzlich, grün, gemüsig. Spannend. Sehr eigen. Es ist halt auch ein bisschen rau und gedeckt und ziemlich zitronig. Süßlich, also süßlich ist vielleicht etwas leicht süßlich. Also ganz trocken wirkt er nicht. Nee, nee, es ist, dadurch wirkt es so, durch die zitronige Säure kommt so ein süß-sauer Eindruck. Ja. Ja. Aber ein bisschen abweisend. Auch nicht so wirklich. Ganz überzeugend. Ich meine, wir haben hier große Gewächse. Und das ist auch wirklich an der Grenze. Dann kommt hinten raus, du merkst den Schwefel nochmal. Das ist total unruhig, aber ich habe große Zweifel, ob sich das richtig harmonisch wird irgendwann. Ziemlich nicht leicht. Und ich glaube auch nicht, dass das besser ist. Oder besser wird. Es ist so, wie es ist. Ich würde jetzt im Moment sogar eher 86 plus mit Fragezeichen geben, statt 87. Weil es gar so rau ist und so zitronig. Da passt gerade gar nichts so richtig zusammen. Man merkt zwar Substanz und dass das gewisse Tiefe und Nachhaltigkeit hat. Ja. Aber nichts passt hier so richtig zusammen. Das ist ziemlich schade. Das war ein Gut Höfler mit dem Apostelgarten. War letztes Jahr eine der ganz großen positiven Überraschungen. War richtig guter Wein. Die ganzen Rieslinge letztes Jahr und dieses Jahr. Es war nicht seins, anscheinend. 2, 3, 9, 7, 7, 7.
War Franken übrigens. Das ist, auch wenn es schon fast Hessen ist, da oben. Wirkt auch total zu. Quietschig noch. Ja. Und von der Hefe halt zugedeckt. Und auch so ein bisschen, du meinst auch schon wieder diese etwas strengen Phenole des Jahrgangs zu riechen, oder? Bohnenhülsen. Ja, gar nicht schlecht. Es hat am Gaumen auch dieses, ja, Bohnenartige. Ja. Das hat Alkohol und Zucker. Und das gar nicht zu knapp. Und grünen Apfel. Komisch. Es wirkt einerseits unreif, dann hat es einen Mordsalkohol, dann hat es eine Süße, die an der Grenze ist. Da passt leider auch nichts richtig zusammen. Da kann ich 7 oder 6. Ich habe mir das erste Mal gedacht, ich weiß, was das ist. Da. Stalland. Was? Stalland? Nein. Schmidts Kinder. Ja. Ja, ich verwechsel ich halt. Ich habe aber schon das gleiche gemeint. Ja, das Gleiche. Es ist nur einer von beiden dabei. Ist ja beides Herandersacker und ich verwechsel das noch manchmal. Das ist. Und trotzdem, dass so viel Alkohol und Zucker hat, und wird es trotzdem ein bisschen grün. Das zerfließt auch leicht. Naja, es gibt ja die alkoholische Reife und die aromatische Reife. Ja, ist schon klar. Aber wenn man Riesling so reif kriegt, dass er 14 Alkohol hat, dann wundert es mich, dass er noch grün abfällig schmeckt. Mich nicht. Dich nicht. Nein, den Zucker lagert er ein, um den Alkohol zu bekommen. Aber die echte aromatische Reife kommt Ja, dann. das ist mir schon klar. Gut, wie auch immer. Es ist Schmidts Kinder, Randers-Ackerer Pfülben. Auch wieder ein bisschen zu trocken dieses Jahr. Ja, der trockene Stress. 2, 3, 9, 3, 6, 1. Das riecht schon einnehmender. So diese klare, Klar, genau, geradlinig. eigentlich die Frucht, die du erwartest, ne? Zitrusfrüchte, Steinobst, bisschen was Kernobstartiges. Bisschen Nuss. Hefe, Mineralik, eigentlich alles da. Ja. Das hat ein bisschen Zucker, hat aber gleichzeitig so eine herbe, erdige und pflanzliche Seite. Auch die Hefe macht ihn herber, als er von der Frucht her ist. Füllsäure, Gerbstoff hat er schon ordentlich. Ja. Auch wenn er sich so langsam offensichtlich besser einzubinden scheint. Hat eine gute Länge. Ja. Ich glaube, dass er auch gut reifen wird. Was sagst du? Ja, ja. Wobei er halt wahrscheinlich immer so ein leicht kleines bisschen eckig bleiben wird. Mit dieser Mattsäure und mit dem Gerbstoff, dass das so ganz sich komplett harmonisiert, glaube ich nicht. Und dann kommt eben noch die Süße dazu. Das ist so. Also du Wird sich besser hältst. zusammensetzen, aber ob das wirklich perfekt wird, glaube ich eher nicht. Trotzdem, jetzt jammern wir wieder auf hohem Niveau. Aber 8 sind für mich passend. Für mehr jetzt mal zuschauen. Das ist das Weingut Prinz, der Hallgartener Schönheld.
123985. Prinz ist ja eigentlich immer jemand, der ganz elegante Weine macht. Aber das hat dieses Jahr nicht ganz so funktioniert. Ziemlich fester Duft. Völlig anders, ne? Komplett völlig anders im anders, Stil. Ja. Das ist würziger. Ja, würzig, die Frucht wirkt reifer. Gut, ja. Ist alles Wärme im Ganzen. Auch so Bergkräuter, Bergwiesen. Mhm. Aber sehr geerdet auch. Mhm. Ein bisschen Tabak. Mhm. Überhaupt in der Aromatik reifer und wärmer. Ja. Mhm. Der Mund ist ja eher wieder ein bisschen zu. Ja. Da machen so Hefe und Tabak sind so Würze, das Erste. Also Würze. Wirklich etwas, was auch Appetit anregt. Genau, und danach kommt erst die Frucht. Ich habe mit Kandisnoten drin, genau. Es ist auch insgesamt reif. Hat auch ein bisschen rauen Gerbstoff, aber der wirkt auch reifer als beim Vorgänger zum Beispiel. Das ist alles. Da kann man sich gut vorstellen, dass der sich noch ausbaut. Da wäre ich jetzt fast für ein Mehr. Ich auch. Gut. Das ist das Weingut am Stein. Mit dem Stettener Stein. Und mit einer verschüttgegangenen Verschlusskasse. 239881. Jetzt wieder viel kühler. Ja. Fest. Ja. Ganz andere Frucht. Ja, das, da ist auch wieder mehr Hefe da. Das ist auch in der Aromatik wieder erheblich heller. Säuerlich auch, mineralisch. Mhm, sehr, sehr straff. Ja, beschreibst du schon sehr präsente Säure. Die Frucht steht vorsichtshalber gar nicht da, die leicht süßliche. Ganz leicht kandiert, diese Frucht, finde ich. Auch da ist der Gerbstoff ein bisschen rau. Hm, steht auch drin. Das packt zu, das hat Spannung, aber es raut ein bisschen auf durch diesen jahrgangstypischen Deshalb sind Gerbstoff. Die Punkte für mich maximal. Mir geht es genauso. Mir ist das fast einer zu viel. Mir auch. Oh, wir sind uns heute einig. Kann gar nicht sein. Ja. Das ist Prinz von Hessen. Also ein bisschen kleiner unten. Johannisberger Klaus. Ja, aber nichtsdestotrotz, Prinz von Hessen, haben wir noch ein paar Weine dabei. Gefallen mir dieses Jahr deutlich besser als die letzten Jahre. Die haben deutlich an Struktur und an Charakter gewonnen. 239682. Finde ich zumindest bis jetzt. Vorbehaltlich der Überprüfung. Ja, steht schon da. Leicht floral. Für mich ist es also wirklich floral. Mhm. Ist er jetzt auch. Für mich auch eine eher kandierte Frucht. Tabak finde ich auch wieder. Ziemlich süß. Kein Wunder, dass der so kantiert riecht. Aber er wirkt kompakt. Das stimmt.
Aber mir verschwimmt die Frucht ein bisschen durch diesen Zucker. Mir fehlt es da ein bisschen an Finesse und Frische. Ist mir auch einer zu hoch. Oh je, jetzt haben wir doch für jeden, haben wir einen hochgesetzt. Entweder hoch oder runter. Komisch, die Süß. Da steht noch drin, er hat trotz der gewissen Süße einen eher kantigen Charakter. Jetzt wird er weicher. Und jetzt kommt die Süße deutlich heraus. Und die stört fast ein bisschen. Dadurch zerfließt es ein bisschen durch den Zucker. Richtig. Nimmt ihm sehr die Spannung weg. Ja, der muss Ist sogar um die alles so 8 kämpfen brav. gerade. Ja. Das ist, sind fast nur 87. Denn eigentlich zerschwimmt es zu sehr. Blöd, wenn man so lange rumkorrigieren muss, es hilft nichts. Das war ein gut Flick. Ja, das wundert dann auch nicht, weil das hat dann auch relativ viel Alkohol. Das verträgt sich dann zusammen mit der Süße schlecht. Hochheimer Hölle, großes Gewächs. Auch Flick ist einer, den ich trotz seiner Süße oft sehr mag, weil er ziemlich elegante und feine Weine macht und einen ganz eigenen Charakter hat normalerweise. 2, 3, 9, 5, 7, 5. Bei dem hohen Zucker, bei dem hohen Alkohol, ist der Zucker halt oft echt fehl am Platz. Ganz andere Baustelle. Das ist völlig anders. Zersponnt die Nase. Also das ist jetzt wirklich total anders. Das ist immer der erste, den ich heute habe, wo Ananas wirklich drin ist. Das ist eigentlich immer von hoher Reife zeugt. Auch floral, aber kühl und geschliffen. Ja, für mich ist er sogar, also da muss ich fast an Fleisch denken, so ganz bisschen helles Fleisch, das ist. Das ist halt ganz, ganz anders. Das lebt mehr von einer noblen Frucht, die fast völlig trocken wirkt, wenn nicht völlig trocken, die trotzdem Saft hat, die viel, viel Schliff hat. Auch Das wieder ist so fast so ein. eine relativ tief gestaffelte Aromatik. Das gefällt mir sehr gut, gefällt mir deutlich Ja. besser, als diese 89 Grad darstellen. So ist es. Das langt für mich nicht. Kann man kauen. Eine Ja, tolle Struktur. Das gefällt mir an das den hat Weinen sich. sehr gut. Das hat sich toll entwickelt. Wird sehr kühl. Ja, aber auch reif. Also physiologisch reif. Ohne breit zu Ja, der braucht sein. auch keinen Zucker dazu, sondern der macht es wirklich mit seiner reifen Frucht. Und da ist alles gut abgestimmt. Tust mir einen Gefallen, stellst mir 92 nochmal rein. Also 91 sind es für mich auf jeden Fall. Ja, gut. Sehr gerne. Das Witzige ist, dass ich überhaupt keine Idee habe, wer das ist gerade. Das macht nichts. Kommt ja wieder. 2, 3, 9, 8, 8, 3. Aber es war Rheingau, oder? Kühl, recht fest. Oh ja, sehr Pflanzlich. pflanzlich, Bisschen ja. nussig. Jetzt, das steht, glaube ich, gar nicht drin. Doch, doch, etwas pflanzlich. Nein, nein, das Nussige. Jetzt geht's los. Jetzt schon. Genau. Das kann
kann ja auch heiter werden. Das ist verschlossener als der andere, als der Vorgänger. Mir kommt es ja nicht ganz so tief vor, aber es ist recht fest Ja, und fest, so stringent. geschliffen. Ja, geschliffen ist aber im Mund. Sie wird reif, die Frucht, hell zwar. Also. Eine Idee? Meinst du dieses? Na, ich will damit sagen, dass das auch so einen ganz leichten Hauch so von Mürbe, Ananas, sowas hat, so ein bisschen so Spur überreife. Weißt du, was ich meine? Oh, warte mal. Ist gar nicht viel, es ist nur so Ja. dieses ein bisschen entweder an so weiche Melonen oder Ananas erinnernde, das er am Gaumen hat. Mittlerweile, die Säure war offensichtlich bei der ersten Verkostung deutlich präsenter. Man merkt die schon noch, aber der Körper hat das verschluckt ein bisschen. Präsent finde ich sie schon, immer noch. Ich finde der Wein, also ich finde deine reifen Aromen, auch die Ananas. Bei mir ist es sogar eher die Haut außen, dieses etwas getrocknete. Aber ich habe auch was sehr Grünes in dem Wein. Also die Säure ist fast für mich, Bisschen limettenartig. ja. Kannst du Stimmt. das nachvollziehen? Ja, das ist richtig. Da ist Also wirklich so beides zwei drin. Gesichter. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Und wie finden wir das? Gibt ihm das eine Spannung? Ja, natürlich hat das ja Spannung, ist gar keine Frage. Aber es ist auch ein wenig, es ist immer noch eine Spur rau. Das ist da zwar drahtig, Drahtig ist gut. ja, das ist Drahtig ist wirklich perfekt, drahtig. ja. Es hat auch nicht die ganz große Tiefe für höchste Wein. Es ist nur ein sehr guter Wein. Aber man muss diese Säure und dieses in Verbindung mit der Süße, das muss man mögen. Das ist halt einfach, wahrscheinlich ist das für die meisten Leute genau das, was sie Der sich unter einem Inbegriff eines beeindruckenden Riesling Rieslings. vorstellen. Aber wer nicht auf Säure steht, darf das gar nicht trinken. Nee, aber das steht für mich gut. Es hält auch nach. 90. Auf keinen Fall. Schafft er für mich auch nicht. Nein. Aber die 89 schafft er schon. Ich glaube, dafür reicht mir der Zug und die Spa. Ich sag's ja, die sind besser als sonst. Das ist Winkeler Jesuitengarten von Prinz von Hessen. Zwei, drei, neun, vier, vier, null. Rotwein, auch nicht. Ja, das ist das erste Wort, das auch da steht. Ein vegetabil, sowas Naja. Verwürziges. Ja, so ein bisschen dieses Wurzelgemüsige hat er schon. Und noch Hefe. Ein bisschen zugedeckt ist er noch. Und so was Wiesenblumenartiges hat er für mich, so helle. Da sperrt sich der Gerbstoff aber noch deutlich. Also das wirkt schon sehr trocknend. Gerade. Ah! Angedeutet Kakao habe ich da reingeschrieben gehabt. Den finde ich gar nicht mehr so, aber das war dieser Mods-Gerbstoff, der den Eindruck erweckt hat, habe ich so den Eindruck. Gut, ich habe den Eindruck, dass er den Eindruck erweckt hat. Life ist doof. Okay. Ich habe da 89 plus. Ich glaube es nicht ganz. Okay. Du schon? Also. Das hat eine irre Säure. Das haben sie ja gern dieses Jahr auch. Viel Säure, viel Gerbstoff. Das macht sie ja oft so eckig. Und ich glaube, dass viele sich da nie ganz erholen. Und das hat wirklich Säure ohne Ende. Also, ist auch so eine. Aber so ganz, ganz,
ganz trocken ist er ja auch Nee, nee, nicht. dazu ist er auch, aber das hilft halt nur bedingt. Im Gegenteil, Ja, das macht es ja dann na, manchmal auch noch. Wir haben geht das so ein so oft bisschen erlebt, dass dieses Weine mit in sich hoher Säure, ruhend. wenn sie ganz trocken sind Die und aber können dafür sehr gleichzeitig mineralisch, leben. entschuldige, dass die viel harmonischer schmecken als manche, die dann mit Ja. Süße abgepuffert werden, wo die dann halt plakativ süßsauer schmecken. Der schmeckt nicht plakativ, das stimmt nicht. Aber es ist halt schon ein richtiger Schwäbsgesichtwein. Ja, Da du habe hast ich den auch so doch. meine Schwierigkeiten, da an eine kommende richtige Harmonie zu glauben. Du? Ja. Gut. Gibt es auch keine Idee, was das ist. Jetzt habe ich eine, weil ich sehe. Oh, noch einmal Jesuitengarten. Es ist aber Zufall, dass die hintereinander stehen. Diesmal von Allendorf. Na gut, schade. 2, 3, 9, 4, 4, 8. Noch einmal, wir jammern auf hohem Niveau. Da geht es jetzt wirklich darum, wie das als großes Gewächs daherkommt. Nicht, dass die Noten dran was ändern. 88 sind ja für jeden anderen Wein eine Auszeichnung. Muss ich mal dazu sagen. Von Herrn Hofschuster. Jetzt hör auf. Auch wieder was Grünes. Das sollten sie immer sein. Ja, ich überlege gerade, an was mich das erinnert. So eine komische Mischung aus Kiwi und Avocado. Kiwi hatte ich schon vorher bei der Limette. Ja? Aber Wie fällt das sie jetzt das ist schon erste Mal so reif, auf? also eine unreife Kiwi kann was ganz Furchtbares sein. Ich darf es nicht essen, ich bin da allergisch. Vielleicht dann hinterher aus, als hätte ich ganz Körperherpes. Ja. Gut. Das hat aber Schliff. Das hat dann ganz eigenen, so ein bisschen grün-tabakigen Ton. Und Für etwas mich. so Vibrierendes, Genau. da ist. Das hat Spannung und Mineralik. Ein gutes Fundament im Mund. Wirkt Salz, viel total Salz. salzig. Wirkt eigentlich schlank, obwohl er doch Stoff hat. Hat Schliff. Also hat einen Spannungsbogen. Er drückt Absolut. dann noch mal nach. Kommt auf leisen Sohlen daher. Ja. Und dann kommt er aber. Ja, Ja, das war ist fast schon einer gut. mehr. Jo. Dann geht es ihm auch. Ja, das ist schon. Super. Das macht schon Laune. Mindestens ein. Aber Du willst lassen. ihn höher stellen. Das muss man noch machen. Ja, wahrscheinlich, na. Er wird, also so eine Tiefe hat er dann doch nicht. Aber Glaub's auch er nicht. Ich macht glaube, dass er mit Spaß. den Eiern Er sich macht sehr jetzt schon gut. Spaß. Toller Wein. Ah! Interessant, auch dass man nicht sofort drauf kommt. Da haben wir wieder Dr. Heger, Vorderer Winklerberg aus Iringen. Wobei das Weingut steht für mich schon für so eine salzige Ja, aber so gut war, glaube ich, noch nie ein Riesling von ihm. Die waren meistens ein bisschen karger und schlanker. Das hat zwar Spaß gemacht, aber das hat dieses Jahr viel noch mal mehr Substanz und Nachdruck und es kann schon mehr als die anderen, die ich von ihm kenne. 2, 3, 9, 6, 8, 9. Wenn ich mich recht erinnere, nicht, dass ich irgendeinen vergesse gerade. Trocknet, Genau. pflanzliches, Genau. vielleicht schon tabakiges. Das ist schon mal gar keine Frucht. Das kommt dann erst hinten Naja, raus. wollte ich auch gerade sagen, und wenn dann etwas ganz Festes. Es kommt aber dann am Schluss so ein bisschen
So fast So ein süßlicher, exotisch. genau, so ein süßlicher Passionsfruchtton zum Maracuja. Aber das kommt erst so am Naja, Ende. Es ist witzig, dass man in der denke ich Nase immer sagt, an am so ein paar Ende. Türen, die dann aufgehen. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, was eine Partüre ist. Das setzt sich auch fort, dieses etwas ins Exotische gehende und ein bisschen süßliche. Merkst ja doch schon wieder den Unterschied zum Vorgänger, ne? Das lebt sehr von seiner etwas warmen Exotik, von dieser süßlichen Frucht. Hat dafür eben nicht den Tiefgang, den der andere hatte. Richtig. Ist mir auch eine zu hoch. Ja. Das wird ja relativ viel Alkohol drin. Und die Säure ist nicht ganz so optimal eingebunden. Ja, die liefert sich da so einen Faustkampf mit dem Ja, das Gerbstoff. ist, ja, das stimmt. Ja, Das kommt nicht stimmt. ganz ran. Widerfliegt, ja. Zieht sich so ein bisschen durch, dass Alkohol und Zucker nicht die beste Idee sind. Wickerer Nonnenberg, diesmal mit 14%, das merkt man ihm doch an. Keinen Fall ein schlechter Wein. Ah. Man muss diesen warmen, ein bisschen exotisch-fruchtigen Stil mögen. Ich glaube, da gibt es ja eine Menge Leute, die wissen das 2398 85. Mich macht das satt. Okay, das ist plural. Hört sehr nussig. Das ist nicht sehr, es käme es aus dem großen Holzfass. Ist immer lustig, wenn man sich da aus dem Fenster lehnt und dann rufen die Winzer und sagen, das hat überhaupt kein Holz. Weil oftmals so dieses Hefelager auch für Holztöne sorgt, die gar nicht drin sind. Also die Ja, Töne sind und schon drin, aber das Holz nicht. auch die Ananas, wenn man So ein sie bisschen, nicht ja. aufschneidet, sondern an dieser ja, leicht verholzten Ja, Außenhaut. aber es hat weniger diesen leichten Überreife-Touch, den die anderen hatten. Das finde ich da nicht so, oder? Nein, weil er hat noch sehr viel Apfel. Und irgendwer hat da ein Minzblatt drauf auf den Apfel. Aber es ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man dann so konkrete Bilder vor Augen hat. Meistens, ja. Und dann ist es präzise. Das hat er auch im Mund, diesen Eindruck vom Holzfasslager. Also weit entfernt von Neuholz. Aber dieses deutlich nussige, wie gesagt, sowas kann manchmal täuschen, manchmal macht es auch einfach nur die Hefe. Da glaube ich es fast nicht. Für mich ist es so eine Holzwürze, es macht den Wein würzig. Am Gaumen hat er dieses. Hat das deutlich mehr, diesen Ananas-Exotikton. Aber auch die Minze. Es gibt so eine Ananasminze Was? und eine Ananassalbei. Ja, das hat, Ananas-Salbei, ehrlich? ja, hat eine tolle, Das habe ich noch tolle nie gehört. Blüte auch. Das ist mir völlig neu. Ananas-Salbei. Jetzt haben wir alle was gelernt, oder? Ananas-Salbei. Ganz zarte Blätter. Ah ja, ich habe da Tabakiga reingeschrieben. Das ist es eigentlich nur. Es ist wirklich so in dieses Minzige übergegangen anscheinend. Ach, Oder hast du na das noch? ja, ich finde schon, dass es in, so als Background. Jetzt machst du doch nur, mir zu widersprechen. Oder ich gebe dir recht. Mit deiner Beschreibung. Okay. Wir einigen uns darauf. Gut. Was er in der Nase und hinten raus ganz leicht hat, ist grüner Speck. Deutet wieder ein bisschen auf Holz hin, für mich. Ich finde, er steht da sehr gut. Bei den Punkten. Ja, für mich ist es knapp, aber ich kann damit leben. Und er ist stimmig.
Ja, hast du ja eigentlich recht. Eigentlich. Ja, doch schon, ja. Wir haben nochmal Prinz von Hessen. Diesmal ist es der Winkeler Hasensprung. 2, 3, 9, 4, 7, 6. Jetzt, wenn ich Weine besetze, jetzt kriege ich weniger. Das ist ins Glas. Das ist ja. Es muss reichen. Nee, ernsthaft, gib mir noch einen Schluck. Das ist zu wenig. Musst du ja nicht alles wegschütten. Nee, da ging es mal darum, dass ich Angst habe, dass der andere Wein durchkommt. Weil das so verschlossen Also ist. so weiß, floral. Also ich finde, es Ja. ist ein sehr helle Aromatik, fast Stimmt. weiße Aromatik. Ja, das ist Sogar ja auch Franke, oder? transparent. Ja. Das Das hat steht für halt auch einen mich ganz auch anderen immer Boden. für Franken. Ja, da glaubst du, diesen Skelettreichen, diesen Muschelkalkboden Finde ich richtig auch. rauszuriechen, oder? Aber man Jetzt braucht darf es auch. nur durch kein Wein sein, der diesen Muschelkalk gar nicht hat. Man braucht ein sehr großes Glas im Moment. Ja, der sperrt sich ziemlich ein. Ja. Bürgerspital, oder? Ja. Was bringt dich dazu? Weil Also was? Bürgerspital sehr viel Zug hat, gerade diese helle Aromatik ganz, ganz deutlich immer hat, das immer ein bisschen reduziert wirkt. Und der hat ja jetzt einen Mats Alkohol und ist trotzdem straff und reduziert. Und da fiel mir in Franken überhaupt kein anderer ein. Das hat ja irren Alkohol. Das hat dann auch Mats Schwefel. Also das ist noch überhaupt nicht zusammengesetzt. Ja, das stimmt. Das ist Wahnsinn. Das Wow, hat von das. allem ziemlich viel. Aber das ist wirklich Schwefel. Das ist gekonnt. Nur im Moment unsaufbar. Was ja keine Schande ist, im Gegenteil. Nur ich würde ihm jetzt noch nicht mehr geben. Ich habe 90 plus hingeschrieben und ich würde es auch lassen, weil ich möchte wissen, wo das hingeht. Das hat wirklich einen irren Alkohol auch hat. Es hat wirklich von allem extrem viel. Naja, du schreibst ja schon ab 2020. Ja, vorher hat Das es keinen ist. Sinn. Lass mal so stehen. Ja, echt gut. Vor allem deine Begründung. Also, das ist das Bürgerspital, die Würzburger Stein Harfe. Zwei, drei, neun, vier, sieben, acht. Sehr kühl und verhalten. Und wieder floral. Warum habe ich das nicht drin stehen? Etwas tiefer, also zurückhaltender, Hm, aber auch etwas das tiefer. stimmt. Angedeutet ist wieder Franken, gell? Auch hell, sehr Ja, geschliffen. aber deine dunklen Beeren und auch mit diesen, du schreibst ein Hauch Pfeffer, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das ist ein heller Wein, der aber etwas Dunkles hat, was ihm das gewisse Etwas gibt. Das ist wirklich so wie Pfeffer auf den Krustentieren oder irgend sowas, gell? Ja. Wäre bestimmt auch das gute Essen dazu. Naja, und das hat Spannung und Struktur und Länge. Also der arbeitet ja auch nach. Also da rührt sich ja wirklich was. Und das ist in sich sehr, sehr schlüssig.
Ein wunderschöner Wein. Dazu ganz feine Estragon- und Salbeinoten, beim wo wir gerade bei Fisch sind. Das ist sehr gut. Wird auch exzellent sein. Wie von einem Bildhauer. So ganz jede feine Nuance herausgearbeitet. Schöner Vergleich. Ja. Das sind selbst die 91 knapp. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, dann geben wir ihm 2. Gut. Sehr schön. Ja, das ist noch einmal Bürgerspital. Das ist der Würzburger Stein. Bisschen weniger Alkohol und deutlich feiner. Das ist schon sehr gekonnt. Einer der Top-Rieslinge des Jahres in Franken. Sehr schön. Arbeitet immer noch nach. Der hat wirklich auch richtig Länge. 2, 3, 9, 4, 3, 8. Das wirkt schon in der Nase so monolithisch. Ich würde gerade sagen, erklär mal, warum das so anders ist, weil es ist total anders, aber fehlen mir ein bisschen die Worte. Was ist denn das? Ist das Fenchel? Fenchel kommt hin, sogar Fenchelsamen, aber ich muss an Stein denken. Okay. Ja, es ist Wobei sehr du hast mineralisch. jetzt hier, du Ja. fängst ja schon mit mineralisch an. Da Ja, war das ich habe ich ganz dann. begeistert. Dann Dann, machen wir das so. okay, sehr gut. So eine Das ist so, tolle wenn die Tech. Frucht. Ja. Jetzt, die ist jetzt zurückhaltend, Und total herb. aber so was Festes. Das ist sehr kompakt. Das ist ganz auf den Boden reduziert. Das ist Allendorf, oder? Ja, schön, der hält es nämlich. Der andere ist ja leicht abgestiegen. Der nicht. Das ist ganz, ganz. Bodenton. Und dann kommt wirklich was Rosenduftiges da hinten raus. Also sie sind getrocknet. Nichts Parfümiertes. Und fest und griffig. Total ohne Frucht. Also, die muss man wirklich suchen. Natürlich hat er einen gewissen Saft, aber es ist eigentlich alles andere viel präsenter. Diese ganz helle Mineralik, dieses. Man hat sich. Ich stelle mir da so einen richtig mürben Boden vor, komischerweise. Der Wein hat sowas. Man kann es fast nicht beschreiben, aber es ist unheimlich bodenbetont. Hat da Substanz und Nachhalt und das macht einfach richtig Laune. Aber auch so eine Erwachs also er wirkt so erwachsen, das ist bei Laune ist so Und die Fenchelsamen kommen vor allem hinten raus nochmal ganz deutlich hoch. Das sind wirklich die Samen. Am Anfang in der Nase hätte ich mehr so wirklich den Fenchel. Aber hinten raus ist es eindeutig Samen. Ja, stellst du oben nochmal rein? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob er zwei kann. Ich bin mir sicher, aber ich Stell mir nochmal auf den Seiten. stelle mich. Nein, ich glaube es nicht. Du glaubst nicht. Ja, eben, ich habe leise Zweifel, ob es wirklich schon zwei kann, aber es ist saugut. Auch sehr eigenständig. Total Das ist eigenständig.
was ja auch ein großes Gewächs sein sollte. 239363. Ja, der Konjunktiv ist da nicht immer unberechtigt. Leicht kräuterig ist Quatsch. Das ist kräuterig ohne Ende. Ist mineralisch und kräuterig zuerst. Ist ziemlich fest. Ja, auch auf einer sehr grünen Seite für mich. Ja, so ein bisschen grüner Tabak. Ja, ein bisschen Tabak. Diese dunklen Beeren kann ich schon auch finden. Ja, und erdig und grün, tabakig und sehr, sehr mineralisch. Und floral. Und da fällt zu viel ein. So komplex also. Aber auch noch sehr unentwickelt, unnahbar. Könnt auch prächtig auf diese Süße verzichten. Und es ist fest. Die Süße sorgt halt so ein bisschen für so einen leichten Anflug von Dosenpfirsich. Sowas in der Art. Oder überhaupt eingemachten Steinobst. Nicht nur Steinobst, sondern was anderes Art. So ein bisschen Litschi oder so. Säure ist präsent, ja. Aber nicht überpräsent. Hinten raus kriegt er wirklich was Nussiges. So wie es da schon steht, so helle, mandelig, nussige Töne. Da am Gaumen habe ich das komplexer reingeschrieben, in der Nase nicht. Für mich steht der gut. Wenn ich immer so zappel, dann sind es Fruchtfliegen. Ja. Da verhindert wirklich meiner Ansicht nach der Zucker mehr. Denn das ist schon ziemlich komplex und fest. Spannend, wie es sich entwickelt. Das ist die Hallgartner Jungfer von Britz. 239575. Sponti? Oder wie? Ah, hat man heute schon mal. Oder? Ja. Alles klar. Sie haben aufgepasst? Passiert manchmal sogar mir. Ja, das wirkt. Es ist was Unruhiges, aber auch was ganz Leichtes. Aber was ist das? Warum komme ich da nicht drauf? Was ist es? Es hat eine enorme Spannung. Und dieses bitterlich holzige hat er immer noch. Was mir nur überhaupt nicht stört. Das passt da so rein. Das gibt ihm noch mehr Rückgrat, habe ich den Eindruck. Dieser leichte Holzton, wenn es Holz ist und nicht nur Hefe. Aber ich glaube, es ist auch großes Holz. Naja, weißt du, für mich wirkt er sehr kompakt fest schon in der Nase. Insofern ist es gar nicht so einfach, ihn in seine Einzelteile zu zerlegen. Ich finde, das muss man auch nicht. Ja, aber der ist ungeheuer komplex. Jetzt haben wir 91 drinstehen. Das reicht nicht. Das langt nicht. Das ist so substanziell, so spannend, so dicht. Da bin ich ja bald bei 93. Wow. Also im Mund ist er sehr dunkel,
du mich? Wo kommt man daher? Von 87 oder sowas, gell? Das hab ich völlig unterschätzt. Ganz seltsam. Und ich hab immer noch keinen Blassen, was das ist. Feinster schwarzer Pfeffer im Mund. Wenn er was haben, wenn das sich so entwickelt, gebe ich ihm noch einen Tag. Aber Ja, finde ich gut. jetzt kriegt er auf jeden Fall mal 92 und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, das mit dem 93 lagst du Gar gar nicht nicht so falsch. so weit weg, gell? Schau dir das an. Ich habe mich gestern schon gewundert. Das ist Georg Müller Stiftung, Hallgartner Nussbrunnen. Wieder Ganz erstaunt. lang. Ja. 2, 3, 9, 4, 9, 8. Halt, kommt ein. Ja. Das gibt gar nichts her. Das ist unruhig und krautig. Der ist so wild. Das ist ganz wüst. Ja, gelbe Würze, du schreibst das. Da den Mund noch viel mehr von dieser gelben Würze. Und so ein bisschen Buttertöne. Ich habe die es auch gemacht. Oh, ich weiß auch, was das ist. Aber ganz ehrlich, dem geben wir noch einen Tag. Da hat eine Mordsubstanz, einen Irrenzug, Wahnsinnssäure. Aber das ist noch so völlig durcheinander. Stress, oder? Das ist der Wieselbrunnen. Die Brunnen waren dieses Jahr im Vorteil. Ja, Kann man na, das so sagen? ja na, das kannst du jetzt abschließend nicht beurteilen. Das ist doch völlig durch den Wind. Das Nein, ist weil auch der lang, das ist Nussbrunnen spannend, das ist, aber. von vorher. Super. Gibt's morgen nochmal? Halt, das muss ich mir vormerken. Gut. 2, 3, 9, 6, 7, 8, Das 9. war, jetzt, man kann es schnell zeigen. Hatten ein Wieselbrunnen von Res, weil wir morgen nicht aufnehmen, vermutlich. Außer du kommst. Aber ich schaue mir morgen nochmal an. 2, 3, 9, 6, 7, 8. Viel getrocknetes Aroma da drin. Aber auch sehr fein, fest, fein. Nüsse, Erde. Sehr erdig, meint er sich da. Ja. Ganz reife, saftige, warme, bissig süßliche Frucht. Was hatten wir da für Kräuterwürze? Was erinnert mich das? Ich finde, er wirkt so klassisch im positiven Sinne. Nein, nein, aber da ist was ganz, ganz Deutliches da hinten, was mir gerade. Also ich habe Ingwer. Also im Abgang ist es so eine Ingwer-Schärfe, was auch was Frisches hat, was schon eine leichte Schärfe. Ingwernoten schreibe ich nein, aber es langt mir nicht. Da ist noch was so Auffälliges drin. Ich komme nicht drauf. Also erstmal ist es sehr, sehr saftig. Es hat Süße, gar keine Frage. Ein bisschen Kandisnoten, was Florales, es ist ziemlich komplex. Was ist denn das? Und dann kommt, ja, grüner Apfel und Salbei. So ein bisschen kandierter Apfel oder so. Also kein frischer, sondern so ein kandiertes Apfelgelee oder was auch immer. Sowas in der Art. Also,
Ich muss an sehr was dunkelgrünes Gemüse denken, so zum Beispiel Wirsing. Man könnte auch Brokkoli, also etwas, was wirklich so. Also gut, das ist ein Smoothie, ja? Oh, Mit gut. grünem Gemüse und Apfel. Und Und auch Zitrone so ein natürlich. bisschen diese Smoothie hat Und natürlich auch eine Ananas. bestimmte, so etwas ganz Feines im Mund. Und das hat er auch. Mir für meinen persönlichen Geschmack ist das eigentlich zu fruchtig, aber es ist guter Wein. Und Ich steht merke er auch auch immer ein gut. bisschen den Schwefel. Der Schwefel, der noch ein bisschen die Frische zerfließt. Ja, aber du niest ja nicht. Naja, aber man merkt es schon. Und er Sehen steht sehr gut da. wir? Da bin ich jetzt ganz froh. Also, ich habe mir eigentlich gedacht, normalerweise müsste ich den blind erkennen. Ah, ich habe wieder mal den falschen Trauer irgendwo drauf gemacht. Das ist ein unverkennbares Paares-Etikett. Etikett. Hochheimer Königin Victoria Berg von Flick. Gibt ja Leute, die schreckt das ab. Aber der Wein ist immer sein Bester, weil das immer so sein individuellster ist und sein komplexester. Da funkelt ja immer was mit dem Wein. 239597. Ich würde ihn trotzdem noch trockener machen und ein bisschen weniger schwer nehmen. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Bloß nur kurz. Und Kräuter. Und Erde. Oh, Tabak ist schon wirklich zu einem ziemlich nobler. Ich sage immer mein Sumatra-Tabak. Also nicht mein, sondern das so ein heller. Ja, es ist kein Havanna. Hat er, kannst du so ein bisschen rote Beeren nachvollziehen in der Nase? Himbeerartig. Ohne dieses Kitschige. Sondern das ist ziemlich nobel auch. Dann habe ich so Weinbergs Für sich. Pfirsich. Also man Kommt da ein merkt S hin? Weinbergs für sich, ja. Man merkt es schon deutlich, dass wir uns in Sachen Noblesse und Feinheit und auch Präzision nochmal einen Sprung jetzt nach oben bewegt haben. Es hat auch eine innere Ruhe. Das ist die Zen-Version. Das ist auch für mich so wie beim Kochen, die richtigen Gewürze, das Ganze trägt, so hat er für mich so ein, naja, weil ich bin mir nicht ganz sicher, es ist nicht nur weißer Pfeffer, aber der hat, es ist auch so mundwässernd. Stimmt. Und der hat zwar auch so dieses ganz, so ein Touch von diesem grünen Apfelchili oder was der Vorgänger hatte, nur das ist viel, viel zarter und so Das ist komplex. nur dazu da, das Aroma nochmal zu heben. Das ist wie von einem erstklassigen Koch Ja. zusammengestellt. Ja. Super. Echt toll. Würze, Griff, Toller Länge. Essensbegleiter. Zum richtigen Essen, ganz sicher. Ja, ich glaube, er hat so viele Seiten. Du kannst viel dazu servieren. Und das, obwohl er gar nicht wenig Alkohol hat, habe ich den Eindruck. Der wirkt recht warm, aber es ist unheimlich vielschichtig. Ja, viel Schicht. 13,5. Tu's. Ihm 93 geben. Das ist Franken, gell? Aber
Was heißt denn das? Das ist Franken. Das hört sich so an, weil es Franken ist, müssen wir noch mal drüber Nein, reden. nein, 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 nein. Darum ging es nicht. Es ging darum, dass wegen der Wärme, Ach so, ja. wegen dieser, weil er halt so ist, wie er ist. Nur deswegen, das war jetzt dummes Timing, die Frage zu stellen. Da So war frage ich das gar nochmal nicht, nach, ne? weil ich weiß, dass du nicht dieser Meinung bist. Ich habe schon in Wiesbaden den Eindruck gehabt, dass sich der Karl-Heinz Rebitzer mit einem sensationellen großes Gewächsjahrgang verabschiedet. Das ist sein Riesling Schlossberg. Sicher, wenn nicht absolut der beste trockene Riesling, der in dem Jahr Weingut je entstanden ist. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Feiert heute seinen Abschied. Wir können nicht da sein. Ich könnte sagen, wir haben ein Alibi, aber das würde ja bedeuten, wir wollten gar nicht da sein, aber wir können nicht. Also, Herr Riebitter, das ist eine Hausnummer. 2394422. Es klingt so, als würde ich mich einschleimen. Dabei Nein, das ist schon will ich das ja gar nicht. Das ist halt so. Den musst du jetzt im Vergleich wieder suchen. Das hat sehr viel so frische, kräuterig-pflanzliche Würze da drin. Habe ich so den. So habe ich das ein bisschen Fenchel, so den Eindruck. Ich habe aber auch so ganz irgendwas ganz hauchzartes, was Kekse haben. Kekse. Wenn du am besten flüsterst in die Richtung, dann hört es gar keiner mehr. Aber ja, ich bin ja auch immer leise. Ist komisch, wenn die Weine Naja, und vor spannender allem werden. Nicht spannender, sondern. du erzählst da, wiederholst das dann laut. Weil wenn die Es Weine geht ja leise werden, werden wir auch leise. nicht lange Flüsterpost. Oh, da kann ja das Komischste dabei rauskommen. Das ist aber auch noch Ah, das hefig. ist schon Na, besitzergreifend. hefig steht ja schon drin. Es hat was sehr Helles. Helle Nüsse, Pflanzen, Früchte, wenn auch das zurückhaltend ist. Auch im Gaumen, nur hell. Ist das schon wieder Allendorf? Erkennst du eigentlich sofort. Weil das nur aus diesem. Das stellst du richtig bildlich vor, diesen ganz hellen Boden. Ich weiß gar nicht, ob das so hell ist. Das kann völlig täuschen. Aber der Eindruck ist da. Das ist so. Ich kann es nicht anders erklären. Kannst du es nachvollziehen? Das ist jetzt total fest. Aber es gibt halt gerade gar nichts her eigentlich. Ich habe ziemlich kompromisslos Stil. Steht schon drin. Ich brauche gar nichts schreiben. Ich bin reich, oder was? Habe ich schon gelallt? Mit einem ziemlich kompromisslosen Stil. Okay, wir haben noch eine Wir haben noch die Verkostung. größere jetzt. Also für mich ist auch dieses Hell was Kreidiges, Es ist, ja. was die Weine ja auch etwas, ich sag jetzt mal kantig, das ist schon auch anstrengend. Also die Wein, ja, sehr gut, danke. Wir sind uns einig. Das ist also nochmal Allendorf. Wie bereits gesagt, Winkeler Hasensprung. Zwei, drei, neun, vier, drei, acht. Sehr mineralisch. Hefig, ja. Diese Kernobstaromen, die das erstmal beherrschen. Also, nein, die das Fruchtspektrum beherrschen. Eher zurückhaltend.
Das sind so alte Apfelsorten. Das hat nichts mit einem grünen Apfel zu tun, sondern klein und Nein, das ist so ein, Gewürzloike und ja. solches Zeug. Ah, und herb, zurückhaltend, auch im Mund. Und wieder diese Gewürzloike ist gut. Ich kenne das ja eigentlich nur vom Schnaps, aber das ist ganz, ganz deutlich wiedererkennbar. Gewürzgurke? Habe ich das jetzt richtig da hinten verstanden? Gewürzluike, das ist eine Apfelsorte, eine alte. Die gibt es bloß nur zum Schnapsbrennen. Ich weiß gar nicht, ob es die zum Essen gab. Und er hat eine tolle Länge. Das Ist ist. aber ganz eigen. Mit seinen, dann kommen Sternenfrucht und Pfennig. Oh, den hatten wir schon mal. Ja, und was sagst du? Bleibt gut stehen hier. Ich Du habe hast es recht gehabt. gesagt, Du hast ja. recht gehabt. Du hast vollkommen recht gehabt. Das ist wieder Allendorf, das ist das Berg Roseneck. Und die Anne hat recht gehabt. Habe ich schon mal gesagt, dass die Anne recht gehabt hat? Vergessen wir wieder, oder? 2394 90. Nicht, dass uns übermütig wird. Übermütig. Wir Franken haben es Gar manchmal schon schwer mit unserer Aussprache. also Ach du Schande. ganz anders. Das ist völlig anders. Das ist Sehr Dosberg. gelb. Könnte sein. Tief, komplex, sehr gemüsig und butterig. Also es ist wirklich so ein bisschen Buttergemüse. Ja, das ist richtig. Gutes Buttergemüse. Also ich kann jeden normalen Riesling-Freak, da, wir haben es wieder mit der fränkischen Aussprache, verstehen, der da sagt, ich kann nichts damit anfangen, was soll das? Ich will Riesling trinken. Aber wer mal davon weggeht, dass das unbedingt alles Riesling sein muss, also in seiner fruchtigen, süß-sauren Art, dann ist das irre Wein. Das ist tief, das ist ungeheuer komplex, das ist substanziell. So kenne. Naja. Da zu sagen, für Kenner ist, das hat so was Elitäres, aber Naja, ich denke jetzt an, was man dazu kochen ich kann. wollte es gerade sagen, für Küche. Mit, oh, ja. Ja, da fangen wirklich wieder mal, ich habe es irgendwann einmal in Die früheren Videos Fantasie. schon mal gesagt, wenn dann vor dem inneren Auge die ganzen Gerichte es defilieren anfangen, dann ist das großer Wein. Mit der Nase kann man sich Stunden beschäftigen. Das hat schon auch Kernobst und ein bisschen Steinobst, aber das hat vor allem viele so ganz feine, gemüsige Töne, auch Hülsenfrüchte. Dann, aber das alles dann teilweise in feinster Butter sortiert oder wie man das, wie auch Ja, immer man das ausdrücken soll, aber das ist ja selber schon ein Essen der Wein. Ich wollte was da tut reinschreiben. mir das Herz auf. Ach, du blöde Fluffi, ich wollte was reinschreiben, was ich vergessen. Ah, die Hülsenfrüchte. Im Herbst durch einen Markt gehen und man hat ja jetzt so eine Vielfalt und dann Farben und alles ist reif und Das mit den Farben ist gar nicht schlecht, weil man kann sich diesen Wein wunderbar farbig vorstellen. Nicht ja. knallfarbig, sondern. Oft dominiert eine Farbe und hier ist ein bisschen was orange, aber auch was lila, gelb, rot in Ja, weil verschiedenen so Schattierungen. Naturfarben, also Ja, ganz also völlig wirklich unübertrieben. toll, toll. Also, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie das dann tatsächlich schmeckt. Also es ist konzentriert, es ist fest, es ist unheimlich kompakt. Es hat einen Wahnsinnsgriff vom Gerbstoff. Das ist allerdings 2014, weil es ist Dosberg, gell? Ja, Ja. ja. Es ist 2014. Es hat trotzdem einen irren Gerbstoffgriff, weil das halt Kühn so macht. Mit viel Schalenkontakt.
Es ist sehr markant. Es ist durchmarmoriert von Phenolen und von Säure. Und gleichzeitig hat es eine ganz reife Frucht, die aber nicht mehr fruchtig schmeckt, die viel mehr eben in allem, was man so an Feld- und Gartenfrüchten sich vorstellen kann, ohne dass irgendwas plakativ wäre. Da geht einem echt das Herz auf. Das ist wirklich wie ein Spaziergang. Nicht durch die Stadt. Da reichen 92 auch bei weitem nicht. Danke. So, was machen wir jetzt mit ihm? Trinken irgendwann. Aber vorher muss man da noch ein paar Sachen reinschreiben. Da steht der Tabak drin, du musst mitschauen. Der Text ist so lang. Alles so lebendig und so erdverbunden, Ja, aber man darf sich positiv. nichts Frischfruchtiges vorstellen. Das hat damit nichts zu tun. Das ist eine andere Art Leben. Das ist halt Bodenleben. Das, was diese Biodynamiker immer propagieren. Und das hat er im Wein. Also gut, ich würde mal Folgendes sagen. Wir stellen, also wir haben dann ja noch Also, 95, bin ich etwas skeptisch, aber wir stellen können einfach mal rein. ja, in der Mitte. Stellen zu den Gro ja, Ja, genau. stellen zu den ganz Großen mit. Okay. 239497. Das ist eine völlig andere Baustelle. Das ist so herb und es ist so steinig und dann ist es total nussig. So Ja, aber Holzausbau. dieses Buttrige im positiven Sinne. Genau. Schlossberg. Jawohl. Naja, das ist völlig anders. Das hat diese total kalten, steinigen Noten da drin. Obwohl das ja eine total heiße Lage ist, das ist ja immer dieser Widerspruch. Aber das kann ja eigentlich nur da vorne herkommen. Erinnert mich auch ein wenig an Rosen. Fassungslos. Warum? Nur wenn ich ganz ruhig bin. Großer Stoff. Eindeutig auch wirklich Holzausbau. Nur halt wieder altes Holz, nichts Neuholz. Aber das ist so dieses in sich ruhende. Wow. Keine Süße. Außer dass dieser Schmelz, den er hat, so ein bisschen süßlich wirkt. Aber nicht vom Zucker herrührend. Fast völlig ohne Frucht, das stimmt. Es kommt jetzt so ein bisschen was raus, so ein bisschen Weinbergspfirsich kommt jetzt mit Luft. Und das kennen wir von diesen kargen Schieferlagen, diesen Weinbergspfirsichton. Das ist da so typisch. Nur bis sie. Das dauert immer, ich weiß. Ja. Gute Weine brauchen Zeit, auch in ihrer Beschreibung. Tja. Wir können es ja zusammenschneiden, aber dann würden wir es nie veröffentlichen, weil dazu kommen wir ja nie.
Und vielleicht ist das auch einfach transparent. Also, aber das ist tief, das ist lang. Das hat Kraft und das hat gar nicht viel Alkohol. Und dann hinten raus ist es richtig betörend. Belüftig ist gut. Ja, Süß. nach belüftig. Nach Belüftung. Jetzt geht es wirklich dahin. Okay. Also, Was machen wir damit? ganz schwierig. Im Moment finde ich die 93 völlig stimmend. Okay. Ich kann damit leben, ihn mir noch einen Tag anzuschauen. Gut, das finde ich gut. Da mache ich mit. Da mache ich gerne mit. Weil das halt schon ein ganz, ganz eigener Stil ist. Okay. Gut. Ah, Wunderschön. sorry. Du Nein, das musst. habe ich. Hab ich schon erledigt. Okay, also jetzt 2, 3, 9, 4, 9, 6. So, jetzt sind wir bei den. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was heißt das? Das ist ein Bunker. Den kannst du mit schwerer Artillerie beschießen. Das ist dem wurscht. Das ist tief, das ist fest, das ist hefig. Ganz stark hefig. Das ist unheimlich. Das ist Nussbrunnen. Das hat so Frohlare drin. Muschelschalen, ja. Ja. Heller Tabak. Ach, wenn ich ja mal nachschauend hätte, was ich schon geschrieben habe, müsste ich es nicht wieder löschen, wenn ich es das zweite Mal reinschreibe. Sind wir, wenn die Texte lang werden, ich habe es vorhin schon gesagt. Auf jeden Fall eine irre Nase. Tief, komplex. Bisschen warm vom Charakter her. Ja, aber auch so gut, ich sage mal, durchfeuchtet. Also es ist nichts ausgetrocknet. Ja, da sind wir wegen dem Wald. Da sind auch diese Waldpilze drin. Aber ich glaube, da kann man ständig was Neues finden im Wein. Das stimmt. Sie hat einen warmen Charakter. Bisschen süß. Aber entschuldige, das ist. Da stimmt alles. Jetzt bricht mir der Schweiß aus. Das Ja, ist. bei mir kommen die Tränen im positiven Sinne. Das ist tief, vielschichtig, warm, mürb. Gleichzeitig spannend, das hat was funkelnd salziges, auch eine total reduzierte, aber ganz noble Frucht. Sag was, sonst sagst du immer, du kommst nicht zu Wort. Wahnsinn. Und dieses Fundament an Mineralik. Das ist schön, wenn ich sag was und rede dann einfach weiter, gell? Nee, also ich finde, das ist, ich glaube, das kann man, können viele nachvollziehen, wenn man dann erstmal angenehm sprachlos ist. Also ich lasse das jetzt gerne nachwirken. Das ist ein Wein, da muss man nicht sofort was sagen. Das muss man nachwirken lassen. Hier juckt mich der Zucker auch nicht. Es ist eine versteckte Botschaft. Nein, das ist so stimmig und es passt so zusammen. Und es ist so irrsinnig komplex. Aber dabei auch so schön. Also es gibt Weine, die können komplex sein, die können fordernd sein, aber die können auch so schön sein.
Das steht da drin, changierend in Textur und Aromatik. Und das ist so, das wechselt dauernd. Das ist ein dauerndes Vexierspiel von allem, was der so zu bieten hat. Es ist unglaublich. So, und jetzt haben wir aber dieser Und jetzt habe ich tolle was schreiben wollen, habe es Wein, vergessen. also nein, dieser große Wein braucht Punkte. Ich weiß, dass das zu niedrig ist. Ja, den gibt es auch noch einen Tag. Aber unter 97 sind es nicht. Was wollte ich? Ah ja. Dieser Nachhall ist furchtbar. Eine Obstling oder der Nein, der Nachhall. Nachhall? Also der macht Gänsehaut und gute Laune und Das ist, überhaupt, das hat also eine der. Tiefe. Ich habe das irgendwann einmal vor Jahren gesagt von einem Wein, dass der so den Mundraum zu einer Kathedrale macht, weil man alles so unheimlich gleichzeitig überall wahrnimmt. Und man gar nicht glaubt, dass das in so einem winzigen Raum möglich ist. Und genau das macht der Wein. Das ist ein Riese. Komm, wir hören auf. Genau, wir haben ja noch zwei. 2, 3, 9, 4, 9, 0. Wirkt etwas aufgeräumter, etwas ruhiger. Ernsthaft, du findest ihn ruhiger. Ich finde ihn fast dann auch strenger. Das ist Aber interessant. ist denn aufgeräumt, also aufgeräumt ist doch strenger, wenn man, also für mich jetzt. Ach so, wenn du deinen Kindern natürlich sagst, räumst du mal auf. Dann bin ich streng. Ja, hast recht, hast recht, hast recht, hast recht. Ich habe es aufgegeben. Deinen Kindern das Zimmer aufräumen zu lassen. Das Die wirkt. eine kann es von selbst und der andere ist ein hoffnungsloser Fall. So, jetzt werden wir auch noch zur Family Soap hier. Sehr fest. Sehr deutlich. Zu getrocknet pflanzlich. Ich habe fast so ein bisschen was, was mich an Dill erinnert und sowas da drin. Nur von seiner herben Pflanzlichkeit her. Gleichzeitig unheimlich mineralisch. Der Dill ist schon etwas angetrocknet. Ja, bin ich, genau. Vielleicht sogar ein paar Senfkörner. Also wir können jetzt ganz viele Bilder, glaube ich, Naja, diese entwickeln bei gelbe dem Wein. Würze ist ja auch, das ist da schon auch ein bisschen drin. Was? Und ein bisschen diese Wärme und ein bisschen diese Butter, oh, das hat man schon mal. Das ist ein Dosberg, gell? Ja, so ist es. Ich glaube, da steht er gut. Also wir können noch einen Wein machen, wenn das legitim ist. Wir müssen noch einen Wein machen, oder? Ja. Aber Jetzt. bevor wir uns hier festlegen, oder hast du, also mehr kann er nicht. Ich Also wäre mehr ich bei bin, 4. okay, das Auch ist nämlich die weil es Frage im für Gaumen, mich. Gut. auch weil es im Gaumen, Kann ich nachvollziehen? Passt. das ist ganz Und wenn. hervorragend, aber es sind noch keine 5. Gut. Kann ich sehr gut Hast du nachvollziehen. vorhin schon angedeutet, ne? Du hast recht. Nee, aber nichtsdestotrotz, das ist grandioser Wein. Peter Jakob Gün, Österreicher Dosberg 2014. Jetzt 2, 3, 9, 4, 8, 8. Wie Village. Ja, die Assoziation hatte ich vorhin schon kurz mit dem Durchvorstädten. Ach, das ist Wahnsinn. Das ist ja der Duft irre. Ja, das drückt einen in den Stuhl. Das Ich drückt habe dann nicht zwar in den keinen Stuhl. Stuhl, Ich aber. meine,
Wir wissen jetzt, was das ist. Das ist der letzte Wein in der Runde. Das lässt sich jetzt nicht verheimlichen. Das ist Kühns St. Nikolaus, den ich seit in fast allen Jahrgängen für den größeren halt. Aber das ist wirklich irre. Also das riecht natürlich schon ein bisschen wie Orange Wein. Mit seiner gelb-gewürzigen Art. Riecht ein bisschen die Phenole, dann dieses so tief und abgründig. Sind andere Weine selten. Nur da ist nichts oxidativ, da ist nichts fehlerhaft, da ist nichts flüchtig oder sowas. Das ist einfach nur riesig. Und diese gelbe Würze ist da ganz, ganz deutlich. Das und Pfeffer und Mineralik und. Und das alles in so einer ehernen Festigkeit. Und das schon nur in der Nase. Ah, ich glaube, das ist wie Reisen für mich, so kurz mal nach Indien wegen der Gewürze und dann kurz mal nach Kuba, irgendwie ein bisschen was Warmes. Oh, das ist. So ist auch im Mund. Ja, so weit war ich noch nicht. Ganz, ja, ein bisschen mit der Nase ewig aufhalten. Ganz fest. Auch da unheimlich kompakt, aber viel gedeckter als in der Nase. Das gibt am Gaumen noch deutlich weniger her. Schon, wenn man da nachschmeckt, das ist komplex und tief und, wie soll ich das sagen, beeindruckend, ist gar keine Frage. Aber da ist noch, Luft nach oben, ja, da ist halt noch das, punktemäßig. ja, da ist halt noch das, ja, das wissen wir eh. Was ich sagen will, ist eigentlich, dass Gerbstoffe, Hefe, das alles noch ein bisschen das zudeckt. Das wäre so diese, das würdest du neuen Planeten und da und du schaust jetzt so unter diese dünne Wolkendecke, du merkst, es ist ein Haufen da, aber du siehst das noch nicht alles. Ja, aber auf der anderen Seite, was mir an dem Wein auch auffällt, jetzt auch an den letzten Weinen, dass die sind nicht gedeckt. Die haben ein unglaubliches Reifepotenzial, Ja, gut, aber sicher. sie sind jetzt schon voll da. Naja, Egal schon, was du also meinst. es ist ja nichts, Bei was dem man würde ich es nicht irgendwie ganz so. unterschreiben. Du meinst, man sieht die Konturen und Also die er Vielschichtigkeit bringt schon, ja. lebendige Bilder bei mir hervor. Also das ist so. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Aber ich würde es klein schreiben. Oh. Auch morgen. Gut. Sind für mich jetzt auch Das 96. probiert er ohne mich. Das komme. So, gut. Das sollte man vielleicht noch zeigen. Peter Jakob Kühn haben wir schon mal vergessen, den letzten Wein zu vergessen. Wir haben vergessen, den letzten Wein zu vergessen. Wir werden ihn natürlich nicht vergessen. Mittelheimer Sankt Nikolaus 2014 nochmal. Auch das natürlich für ganz normale geschliffen Frucht, Riesling, Liebhaber, eher nichts. Aber für einer der irrsten, komplexesten, eigenständigsten Weine, die es im Moment aus Deutschland überhaupt gibt, von einem der größten Rieslingmacher, die wir überhaupt je hatten, und das glaube ich sogar weltweit. Mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns ganz kurz, machen die Klimaanlage an und bauen die Pinots auf. Bis gleich. Bis gleich.